Schmetterlinge zählen zu den wenigen Insekten, mit denen wir nur angenehme Vorstellungen verbinden. Aber leider ist es um ihren Bestand schlecht bestellt. Von unseren heimischen Tag- und Nachtfaltern ist schon die Hälfte gefährdet. Mehrere davon sind vom Aussterben bedroht. 28 Arten sind bereits ausgestorben. Auch alle Widderchenarten sind mehr oder weniger stark gefährdet. Zum Beispiel das auffallend gemusterte Esparsettenwidderchen. Schmetterlinge sind, bis auf wenige Ausnahmen, auf ganz bestimmte Lebensräume angewiesen. Auffallend ist, dass die in ihrem Bestand am meisten bedrohten Schmetterlingsarten auf Lebensräume wie Feuchtgebiete, Trockenrasen oder Magerwiesen spezialisiert sind, also auf Biotope, die mehr und mehr vernichtet werden. Besonders schlecht steht es um die Tagfalter. Früher noch häufige Arten wie der Dukatenfalter werden von Jahr zu Jahr seltener. Auch der Apollo ist vom Aussterben bedroht. Er benötigt großflächigen Lebensraum mit trockenwarmen, steinigen Hängen, wo die Futterpflanze für seine Raupen, die weiße Fetthenne, wächst. Anzahl, Größe und Farbe der Augenflecke sind beim Apollo unterschiedlich. Die Raupen der meisten Schmetterlinge, hier der Wolfsmilchschwärmer, sind derart auf bestimmte Futterpflanzen fixiert, dass sie eher verhungern, als sich von anderen Pflanzen zu ernähren. So frisst die Raupe des Wolfsmilchschwärmers ausschließlich die Blätter von Wolfsmilcharten. Auch die Raupe des Schwalbenschwanzes hat sich auf bestimmte Futterpflanzen spezialisiert. Sie ernährt sich von den Blättern der wilden Möhre, von Dill und verwandten Doldenblütlern. Ihre Fressleistung ist beachtlich. Innerhalb von 2 Wochen kann sie ihr Gewicht vertausendfachen. Häufig findet man die Schwalbenschwanzraupe auch auf dem Kraut der Karotte im Garten, das sie als Ersatz für die wilde Möhre akzeptiert. Pflanzen aus überdüngten Wiesen sind für Raupen giftig, wie sich in einem Zuchtversuch erwies. Sämtliche Raupen, die Futterpflanzen von stark gedüngten Wiesen fraßen, verendeten innerhalb weniger Stunden. Bevor sich die Raupe ins Puppenstadium verwandeln kann, überzieht sie Teile eines Pflanzenstängels mit zarten Gespinstfäden, die sie aus einem Drüsensekret an der Unterlippe erzeugt. Ist der Gespinstüberzug fertig, formt die Raupe in mühevoller Arbeit mehrere Fäden zu einer Schlinge. Diese Präzisionsarbeit dauert nur einige Minuten. Wenn der Gürtel fest genug ist, schlüpft die Raupe mit Kopf und Vorderkörper hinein und verankert sich so am Stängel zum Verpuppen. 1 bis 2 Tage später verwandelt sich die Raupe zur Puppe, die als scheinbar lebloses Gebilde überwintert. Aus ihr schlüpft im Frühjahr der fertige Falter. Der Schwalbenschwanz war früher recht häufig. Er wird leider immer seltener.
Bunte Wiesen mit ihren vielfältigen Blumen und den verschiedenartigen Gräsern und Kräutern sind längst aus unserer Kulturlandschaft verschwunden. Wo früher die Schmetterlinge genügend nektarspendende Blüten und die Raupen ihre Futterpflanzen fanden, stinkt es heute buchstäblich zum Himmel. Intensive Düngung der Wiesen mit Stickstoff, besonders durch Jauche, verdrängte ebenso die artenreichen Pflanzengesellschaften wie die Einsaat hochgezüchteter Futtergrassorten. Es entstanden schmetterlingsfeindliche Grünlandflächen. Auch der längst praktizierte frühe und häufige Grasschnitt ließ artenarme Grasflächen entstehen. Durch den Einsatz moderner Maschinen werden alle Wiesen innerhalb weniger Tage gemäht. So verschwinden die letzten Blumen, noch ehe die Flugzeit der meisten Falter begonnen hat. Wo heute noch Wildblumen blühen könnten, zum Beispiel in Parkanlagen oder Gärten, hat sie menschlicher Sauberkeitsdrang verbannt. Pflanzengesellschaften an Straßenrändern sind häufig gute Nektarquellen für Falter und bieten Futterpflanzen für Raupen. Leider werden sie oft durch frühes Mähen oder durch die chemische Keule vernichtet. Auf die land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen in der Bundesrepublik Deutschland werden jährlich rund 36.000 Tonnen chemischer Biozide ausgebracht. Behandelt man Nektar- oder pollenspendende Pflanzen während der Blüte mit Insektiziden, werden Wild- und Honigbienen direkt oder indirekt vergiftet. Auch Schmetterlinge leiden unter den Giften, wenn Blumen oder Wildkräuter mitgetroffen werden oder wenn die Insekten direkt in den Abdrift chemischer Biozide geraten. Der Flurbereinigung fielen fast alle Feldraine als wertvolle Rückzugsgebiete für Falter zum Opfer. Und der Herbizideinsatz machte den letzten Wildpflanzen auf den schmalen Randstreifen den Garaus. Der stetig zunehmende Landschaftsverbrauch für Straßen zerstört, verkleinert oder zerschneidet die Lebensräume unserer Schmetterlinge, verändert das Kleinklima und errichtet Barrieren zwischen den Lebensräumen von Faltern und Raupen, die oft mehrere Kilometer voneinander entfernt liegen können. Auch unter Tunnelungen von Straßen können keine Verbindung zwischen den zerschnittenen Lebensräumen wiederherstellen, denn Schmetterlinge fliegen hier nicht durch. Unser dicht besiedeltes Land wird mehr und mehr zugebaut. Dadurch werden viele naturnahe Lebensräume großflächig zerstört. Industrieansiedlungen, Wohnungs- und Straßenbau verschlingen allein in der Bundesrepublik jede Stunde die Fläche von 10 Hektar Land. Viele wärmeliebende Schmetterlingsarten bewohnen die Südhänge von Weinbergen. Hohe Giftmengen, die jährlich auf die Rebflächen gespritzt werden, und solche vegetationsfeindlichen Stützmauern lassen den Schmetterlingen hier keinen Überlebensraum mehr. Durch unüberlegtes Abflemmen von Feldreinen im Frühjahr und im Herbst werden zahlreiche Insekten in den verschiedensten Entwicklungsstadien vernichtet. Trotz Verbots ist diese Unsitte, die katastrophale Auswirkungen annehmen kann, noch immer weit verbreitet. Leider werden immer noch Ödlandgebiete aufgefüllt. Auch dadurch werden wertvolle Lebensräume beseitigt. Schärfere Gesetze und höhere Bestrafung könnten hier Abhilfe schaffen. An dieser Stelle lagert seit Jahren ein Unternehmer unter Duldung der Behörden seinen Gesteinsschleifschlamm kostensparend in einem Landschaftsschutzgebiet ab. Mit den ersten Frühlingsblumen erscheinen die Hummeln. Dabei handelt es sich immer um überwinterte Königinnen, die im Vorjahr geboren und begattet wurden. Jede dieser Königinnen gründet im Frühjahr einen eigenen Hummelstaat. Die Lebensbedingungen für Hummeln haben sich fast überall drastisch verschlechtert. Flurbereinigung, Umbruch von Wiesen in Ackerland, Unkraut- und Insektenvernichtungsmittel sowie Betonieren und Asphaltieren von Feldwegen haben das Angebot an Nektar und Pollen stark verringert oder ganz verschwinden lassen.
Auch dem Straßenverkehr fallen viele Königinnen und Arbeiterinnen während der Trachtflüge zum Opfer. Je nach Art bauen oder beziehen Hummeln ihre Nester unterirdisch, zum Beispiel in verlassenen Mäusenestern, oder oberirdisch in Nistkästen und sonstigen geeigneten Hohlräumen. Manche Hummelarten verwenden zum Nestbau herumliegendes Material wie Moos, das sie mit den Oberkieferzangen zerkleinern. In unserer Kulturlandschaft finden Hummeln häufig keine geeigneten Niststätten mehr. Ersatzweise kann man ihnen handelsübliche Hummelnistkästen anbieten. Diesen hat eine dunkle Erdhummelkönigin in Besitz genommen. Ihre frisch geschlüpften Arbeiterinnen kümmern sich zunächst um die neue Brut. Erst am vierten Tag fliegen sie aus, um Nektar und Pollen zu sammeln. Ist die größte Volksstärke erreicht, sterben die Arbeiterinnen allmählich. Nur die jungen Königinnen suchen nach der Begattung einen Überwinterungsplatz in der Erde und der Zyklus beginnt von neuem. Alle unsere Hummelarten sind geschützt und in ihrer Existenz mehr oder weniger bedroht. Obwohl sie äußerst nützliche Insekten sind, macht ihnen der Mensch durch Monokulturen und den Einsatz chemischer Spritzmittel das Leben immer schwerer. Hummeln leisten gute Bestäuberdienste in der Landwirtschaft sowie im Obst- und Gartenbau. Mit ihrem langen Rüssel können sie auch Pflanzen bestäuben, die von Bienen nicht oder nur selten beflogen werden, wie zum Beispiel Rotklee, Ackerbohnen oder Erbsen. Neben den Hummeln gibt es bei uns etwa 500 weitere Wildbienenarten, die zahlreiche Wild- und Kulturpflanzen bestäuben. Wegen ihres unersetzlichen Nutzens beim Bestäuben sind sie alle unter Schutz gestellt. Die meisten Wildbienen leben als Einsiedler in Hohlräumen aller Art, zum Beispiel in Fraßgängen von altem Holz oder in Pflanzenstängeln. Das Weibchen baut das Nest allein und versorgt die Brut ohne Hilfe von Artgenossen. Durch Vernichtung ihrer Nahrungspflanzen und Zerstörung ihrer Nistmöglichkeiten sowie durch die Anwendung von Insekten- und Unkrautvernichtungsmitteln ist bereits mehr als die Hälfte unserer Wildbienen in ihrem Bestand bedroht. Totes Holz mit natürlichen Fraßgängen, aufgebohrte Hölzer oder auch Steine kann man allen hohlraumbewohnenden Solitärbienen als Nisthilfe anbieten. Dieses Wildbienenhäuschen bauten Schüler der Realschule Wasseralfingen. Alle Nisthilfen sollten an sonnigen, windgeschützten Stellen angebracht werden. Da Wildbienen verhältnismäßig ortstreu sind, bauen sie meist dort, wo sie selbst geschlüpft sind. In der Nähe der Nisthilfen sollten verschiedene bienenfreundliche Stauden und geeignete Sommerblumen stehen. Hier ein handelsüblicher Insektennistblock. Beim Basteln von Nisthilfen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Schon mit einfachen Bambusrohren kann man Wildbienen ein Heim anbieten. Hier im Querschnitt zwei Brutzellen mit Larven. Die Hornisse ist das größte staatenbildende Insekt in Europa. Nur die Königinnen überwintern, wie bei den Hummeln. Jede gründet im Frühjahr einen Staat. Sie muss die Wabenzellen für die erste Brut alleine bauen und auch deren Larven füttern. Hornissen nisten in hohlen Bäumen, aber auch in Gebäuden, etwa in Gartenhäusern, Scheunen oder auf Dachböden. Durch Einengung oder Zerstörung ihres Lebensraums hat die Hornisse in einigen Bundesländern bereits Überlebensprobleme. Hornissen zählen nach der Bundesartenschutzverordnung zu den besonders geschützten Tierarten. Obwohl sie weder schädlich noch gefährlich sind, werden sie vom Menschen verfolgt. Als nützliche Insektenjäger erbeuten Hornissen hauptsächlich Fliegen, Wespen und Raupen von Forstschädlingen. Ein größeres Hornissenvolk verfüttert täglich etwa 500 Gramm Insektennahrung an seine Brut. Ein Teil der Arbeiterinnen sorgt für die Nahrungsbeschaffung, während sich die übrigen als Bauarbeiter betätigen oder das Nest bewachen.
Zum Wabenbau verwenden die Hornissen morsches Holz, das sie mit den Oberkieferzangen abbeißen, zu kleinen Kügelchen formen und ins Nest transportieren. Dieser Holzkasten wurde eigens für Hornissen gebaut. Am Eingang zum Nest geht es bei einem so großen Volk geschäftig zu. Das eingetragene Material wird durchgekaut und mit Speichel vermischt, ehe es zum Wabenbau verarbeitet wird. Über Hornissen werden immer noch Horrorgeschichten verbreitet. 3 Stiche könnten einen Menschen, 7 sogar ein Pferd töten. Hornissen greifen nicht an, sie verteidigen lediglich ihr Volk, wenn man sie stört. Ihr Gift ist nicht stärker als Bienen- oder Wespengift. Bei allergisch reagierenden Menschen kann auch ein Bienenstich einen Schock auslösen. Robert Rippberger hat sich ohne jeglichen Schutz neben ein Hornissennest gesetzt. Er will beweisen, dass die ein- und ausfliegenden Hornissen nicht angreifen. Erst nach ein paar Minuten bemerken die Hornissen den angebotenen Honig und lecken ihn von der Hand. Als ehrenamtlicher Beauftragter für Hornissenschutz kümmert sich Robert Rippberger um Nester, die an problematischen Stellen sind, wie hier an der Führungsschiene eines Schiebetors. Die einzelnen Wabenteile werden vorsichtig entfernt und in einen bereitgestellten Hornissenkasten geklebt. Den Kasten lässt man noch so lange in der Nähe des alten Nestplatzes hängen, bis das Volk eingezogen ist. Dann kann man ihn schließen und an einem geeigneten Ort aufhängen. Der mutige Helfer wurde übrigens schon öfters gestochen, wenn er ohne Schutzkleidung an Hornissennestern arbeitete. Einmal erhielt er 11 Stiche, die er problemlos überstand. Stehende oder fließende Gewässer verschiedenster Art und Größe bilden die vielseitigen Lebensräume für zahlreiche Libellenarten. Libellen sind völlig harmlose Insekten, die nicht stechen können, was immer noch nicht allgemein bekannt ist. Sie sind schön und nützlich zugleich. Die meisten Libellenarten sind auf ganz bestimmte Gewässertypen spezialisiert. Das heißt, ihre Larven können sich nur dort entwickeln. Solche Gewässer sind zum Beispiel kleine Quellen, klare, sandige Bäche oder flache Lehmpfützen. Durch diese Abhängigkeit von einem schwindenden Lebensraum ist die Hälfte unserer 80 Libellenarten in Gefahr oder vom Aussterben bedroht. Einige Arten sind bereits ausgestorben. Alle heimischen Libellenarten sind unter Schutz gestellt und dürfen nicht gestört oder gar gefangen werden. Sobald aber Interessen berührt werden, die dem Wohle der Allgemeinheit dienen, wie wasserbauliche, land- und fischereiwirtschaftliche Maßnahmen, gelten diese Schutzbestimmungen nicht. So werden auch weiterhin Flüsse begradigt, Moore trockengelegt oder von der Torfindustrie vollends ausgebeutet. Gewundene Bachläufe mit üppiger Wasservegetation sind sehr selten geworden. Ursprünglich intakte Gewässer wurden durch Überdüngung angrenzender Nutzflächen oder durch die Einleitung giftiger Abwässer derart verändert, dass sich dort keine Libellen mehr entwickeln können. Zur Nahrungssuche fliegen Libellen auch abseits der Gewässer, zum Beispiel an Waldränder. Hier das Weibchen der Prachtlibelle. Libellen ernähren sich überwiegend von fliegenden Kleininsekten, die sie meist im Flug erbeuten. Ihre bevorzugten Beutetiere sind Mücken, Köcherfliegen und Kleinschmetterlinge. Während der Begattung bilden die Partner ein Paarungsrad. Je nach Libellenart erfolgt die Eiablage einzeln oder gemeinsam mit dem Männchen auf ganz verschiedene Weise. Die Eier werden entweder mit dem Legebohrer in Pflanzen abgelegt, im Flug an der Wasseroberfläche abgestreift oder ins Wasser geworfen.
Ans fließende Wasser gebundene Libellenarten sind besonders gefährdet, weil die meisten unserer Flüsse zu solchen Abwasserkanälen verkommen sind. Eichenwälder sind der bevorzugte Lebensraum des Hirschkäfers, unseres größten Käfers in Europa. Er ernährt sich hauptsächlich von gärenden, süßlichen Eichensäften. Die riesigen Oberkiefer des Männchens dienen als Waffe beim Kampf um ein Weibchen. Die Weibchen legen ihre Eier in morsches Holz, hauptsächlich in Stümpfe und Stämme von Eichen. Hirschkäfer haben eine lange Entwicklungszeit. Sie dauert 5 und mehr Jahre. Ihre Larven ernähren sich von vermodertem Holz, in dem sie sich auch verpuppen. Der ausgereifte Käfer schlüpft im Herbst, überwintert dann im Versteck und kommt erst im Juni ins Freie. 60% aller holzbewohnenden Käfer sind bedroht oder bereits ausgestorben. Auch der Hirschkäfer ist stark gefährdet. In unseren ausgeräumten Wirtschaftswäldern mangelt es an totem Holz und häufig werden Forstschädlinge mit Chemie bekämpft. Ein solcher naturbelassener Wald ist für den Hirschkäfer und auch für andere Käferarten geradezu ideal. Die rote Waldameise lebt als staatenbildendes Insekt in Wäldern, wo sie große Haufen aus Nadeln, Zweigen und Moos über dem unterirdischen Nest errichtet. Die rote Waldameise ist für die Forstwirtschaft bei der Bekämpfung von Waldschädlingen unentbehrlich. Deshalb ist sie bei uns und in einigen anderen Ländern geschützt. Ein Ameisenvolk vertilgt täglich riesige Mengen an Insekten, an Larven und Raupen. Von den insgesamt 85 Ameisenarten, die bei uns vorkommen, ist rund die Hälfte bedroht. Auch die rote Waldameise ist gefährdet. Es fehlen ihr Wälder mit genügend morschem Holz, in dem sich die Larven von Insekten entwickeln können, die ihr als Nahrung dienen. Wo aber Insektizide gegen Forstschädlinge eingesetzt werden, wird ihr Nahrungsangebot reduziert und es kommt zu Giftanreicherungen in den einzelnen Tieren und ihren Nestern, was zu verschiedenartigen Schädigungen führen kann. Dieser Naturwald bietet optimale Lebensbedingungen für die rote Waldameise, wie auch für viele andere Tiere. Leider sind bei uns naturbelassene Wälder längst verschwunden. An ihrer Stelle entstanden Wirtschaftswälder mit eintönigen Monokulturen. Etwa die Hälfte unserer Heuschreckenarten ist heute durch Umweltveränderungen akut gefährdet oder bereits ausgestorben. Arten, die an seltene Lebensräume gebunden sind, etwa an Steppenheiden, an ausgedehnte Sand- oder Feuchtgebiete, sind besonders bedroht, weil solche Gebiete mehr und mehr vernichtet werden. Ödlandflächen fallen der Kultivierung zum Opfer. Ehemalige Steinbrüche werden als Mülldeponie benutzt und vernichtet. Durch den Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln und übertriebene Düngung werden auch die Heuschreckenarten reduziert, die auf Wiesen und Weiden vorkommen, also keine besonderen Lebensräume beanspruchen. Mit der zunehmenden Vernichtung von Feuchtgebieten sind auch Arten selten geworden, die dort leben, wie zum Beispiel die kurzflügelige Schwertschrecke. Einige Heuschreckenarten, die Wärme und Trockenheit lieben, haben sich auf vegetationsarme Südhänge mit steinigem oder felsigem Untergrund spezialisiert. Solche Ödlandflächen bewohnt sowohl die blauflügelige als auch die rotflügelige Ödlandschrecke. Beide Arten sehen sehr ähnlich aus. Ihre Farben variieren je nach dem Untergrund, auf dem sie sich entwickelt haben. Die blauen bzw. roten Hinterflügel sind nur im Flug sichtbar.
Hier einige blauflügelige Ödlandschrecken in verschiedenen Farbvarianten. Die rotflügelige Ödlandschrecke ist vom Aussterben bedroht. Sie stellt höhere Ansprüche an ihren Lebensraum als ihre blauflügelige Schwesternart. Auch letztere ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen und ihr Bestand ist gefährdet. In manchen Gebieten, zum Beispiel in der Lüneburger Heide, ist sie bereits ausgestorben. Durch die Rebflurbereinigung, wie hier am Kaiserstuhl, und den intensiven Einsatz von chemischen Bioziden scheiden Weinberge als Lebensraum für Heuschrecken aus. Lediglich in den unbewirtschafteten Böschungen findet man noch Heuschrecken und mit viel Glück auch unsere einzige Fangschrecke, die Gottesanbeterin. Die vegetationsreichen Ödlandböschungen sind allerdings keine optimalen Lebensräume für die Gottesanbeterin, weil beim Spritzen der Weinberge Pestizide auch hierher verweht werden. Die Gottesanbeterin findet man in Mitteleuropa nur noch an wenigen Stellen, etwa am Kaiserstuhl oder im österreichischen Burgenland, weil durch die fortschreitende Ödlandkultivierung ihre einstigen Lebensräume zerstört worden sind. Hier am rebflurbereinigten Kaiserstuhl verbleiben ihr noch die trockenwarmen Hangflächen oberhalb der Weinberge, die man größtenteils unter Naturschutz gestellt hat. Die Gottesanbeterin verdankt ihren Namen der Lauerstellung und den dabei zusammengefalteten Fangbeinen, die an einen im Gebet versunkenen Menschen erinnern. Zum Beutefang schnellt sie die Fangbeine plötzlich vor. Dem überraschten Opfer bleibt keine Zeit zur Flucht. Schenkel und Schiene der Vorderbeine sind mit Dornen versehen, die ein Entweichen der Beute verhindern. Neben Heuschrecken erbeutet die Gottesanbeterin viele andere Insekten, zum Beispiel Schmetterlinge, Fliegen, Bienen und Wespen. Schon wenige Sekunden später wird das in die Falle gegangene Beutetier restlos verspeist. Mit ihrem scharfen und kräftigen Kauapparat zerkleinert die Gottesanbeterin ihr Opfer und selbst die harte Kopfkapsel mancher Insekten kann sie problemlos durchbeißen. Auch Beutetiere, die fast an ihre eigene Körpergröße heranreichen. Hier das grüne Heupferd, schafft die Gottesanbeterin. In der Bundesrepublik ist die Gottesanbeterin vom Aussterben bedroht. Sie ist zwar geschützt und auch die meisten ihrer Lebensräume sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen, wenn aber am Kaiserstuhl diese geschützten Flächen, die nicht einmal betreten werden dürfen, Ende August abgemäht werden, um einer Verbuschung vorzubeugen, dann werden Gottesanbeterinnen niedergewalzt und zerstückelt, noch ehe sie sich fortpflanzen können. Es gibt kein Patentrezept für die Rettung unserer Insekten. Doch eins ist sicher: Wir müssen die umweltbelastenden Giftgaben und die übermäßige Düngung endlich drastisch senken. Das käme den Insekten, der gesamten Umwelt und letztlich auch unserer Gesundheit zugute.